Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier oben auf dem Podium. Mein Name ist Peter Stavovi. Ich habe das große Vergnügen, dieses Panel jetzt zu moderieren, weil ich selber auch ganz viele Fragen zu dem Thema habe. Bevor ich anfange, frage ich aber mal ganz kurz ins Publikum, wer von Ihnen trägt sich mit dem Gedanken, ein eigenes Medienunternehmen zu gründen? Das sind weniger. Wer hat schon gegründet? Eine Handvoll, okay. Vielleicht erst zwei Sätze zu mir. Ich bin Journalist, Mediendozent, Blogger, Moderator. Ich betreibe das Blog Flurfunk Dresden, wo ich über Medien blogge. Ich gebe eine Zeitschrift heraus, von die in einigen der Beutel drin ist. Das Femit-Magazin ist auch aus unserem Unternehmen. Das hat meine Frau gemacht. Spielt aber eine nachrangige Rolle jetzt gerade, weil wir ja hier sind für Ignite Talks. Wir haben hier vier Vertreter aus der Branche, die sich eben tatsächlich mit Finanzierung von Medienunternehmen mit alternativer Finanzierung zu den klassischen Modellen beschäftigen. Ich will kurz vorstellen, der Reihenfolge, jetzt sind meine Karten durcheinander, wie kann das passieren? Ich fange einfach mal ganz unhöflich nicht mit der Dame an. Wir haben Karl-Heinz Ruch von der TAZ, Geschäftsführer der. Sie haben ein Genossenschaftsmodell, wir erfahren gleich mehr darüber. Dann Philipp Schwörbel von Steady heute, auch Gründer Krautreporter und Gründer der Prenzlauer Bergnachrichten. Clara Wollemin von, sind Co-Founder, habe ich mir rausgesucht, und Co-Geschäftsführerin von Die Republik in der Schweiz, die ja auch im vergangenen Jahr sehr viel Medienaufmerksamkeit in Deutschland bekommen haben. Und Herr Nico Aprile von Aprile Consulting, er sich beschäftigt sich viel mit Beratung, auch mit anderen Bereichen, aber eben mit Beratung tatsächlich im Audiobereich und da auch mit dem Thema Verdienstmodelle. Ja, Ignite Talks, für mich ist das auch eine Premiere. Wir werden jetzt gleich vier Vorträge hören, 5 Minuten lang, 20 Folien, jede Folie 15 Sekunden, ohne Unterbrechung. Ne? 5 Minuten, 20 Folien, 15 Sekunden, wo jeweils die Referenten ihr Modell vorstellen und danach gehen wir in die Gesprächsrunde, wobei ich sehr gerne das Publikum einbinden möchte, also wer dann gleich eine Frage hat, gleich den Arm hoch, wir sind da sehr offen, ansonsten stelle ich halt die ganze Zeit Fragen, das fände ich tatsächlich fast unspannender, aber ich habe auch eine Menge Fragen mitgebracht. Wollen wir anfangen? Sind wir bereit? Wir haben eben schon im Vorfeld darüber gesprochen, das hat ein bisschen was von Karaoke und hatten überlegt, ob wir die Referenten die Folien der anderen jeweils referieren lassen. Das machen wir aber nicht. Ja, Herr Aprile, nehmen Sie sich bitte das Mikrofon. Sie fangen an. Bin ich der Erste? Sie sind der Erste. Ne? Wir müssen jetzt ein bisschen schauen, wenn Sie die Folien sehen wollen, stellen Sie sich wahrscheinlich ein bisschen an den Rand. Ja, dann kann ich sehen, auch was ich, worüber ich rede. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, ab die Post. Gut. Ja, guten Tag. Ich produziere keine Medien. Ich bin ein Unternehmensberater und es geht um Geschäftsmodelle, deswegen bin ich eingeladen worden. Und die Firma sitzt in Hamburg. Ich war jetzt schon schneller als die 15 Sekunden, die mir zugeteilt wurden. Es ist für mich auch ein absolut neues Medium. Wir sitzen in Hamburg, 30 Mitarbeiter, spezialisiert auf Medien, Werbewirtschaft und Business Development. Also wir haben mit Business zu tun. Und das, was wir machen, wir entwickeln Geschäftsmodelle, wir setzen sie auch um. Das zu der Firma, jetzt zu mir, überdimensionales Bild. Es gibt ein paar Softwareunternehmen, die dahinter die Geschäftsmodelle auch umsetzen. Die gehören alle zusammen. Ich habe ein bisschen Erfahrung, ich bin über 50 Jahre und seit 25 in der Medienbranche. Es geht um Geld. Wenig Romantik. Im Grunde genommen, gute Journalisten brauchen auch ein Gehalt am Ende des Monats. Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann ich Inhalte monetarisieren. Und heute rede ich über Audio. Ja, das hat jeder gehört. Audio hat ein enormes Potenzial. Das haben wir übrigens im Jahr 2012 gesagt. Und ja, wir hatten recht. Alexa ist jetzt in allen Munden. Audio kann viel mehr. Und das ist genau die Message heute. Es geht um kuratiertes Audioangebot. Für wen machst du das? Für die Menschen, die dahinter sind. Also es gibt einen Bedarf bei den Menschen an Informationen, Unterhaltung. Und wo es einen Bedarf gibt, gibt es einen Sinn. Und wo es einen Sinn gibt, gibt es auch ein Geschäftsmodell. Alles Gute kommt aus Amerika. Aus Amerika sagen einige, der junge Mann hier, Elvis Duran, der schafft 10 Millionen Hörer jeden Tag in einer 2-stündigen Sendung mit 5 Liedern zu unterhalten. Das bedeutet, Content ist nicht nur Musik. Das ist das, was einige Radiomacher meinen. Unser Annahme, Audio ist ganz groß, die Menschen brauchen Content und der Content ist nicht nur die Musik.
Wenn wir uns jetzt einigermaßen einig sind, darüber können wir weitermachen, weil die weiteren Namen sind, das digitale Medium wird immer stärker, die Personalisierung nicht immer zu, und bitte lasst uns unterscheiden zwischen Personalisierung und Individualisierung, die dann zum Individualismus führt. Personalisierung ist okay. Die Idee, kuratierten Content für Audio, gut, das ist meine Bitte an euch, vielfältig, flexibel einsetzbar und monetarisiert über mehrere Kanäle. Die Säule sind zwei, also Mikromonetarisierung, Advertising. Ich weiß, einige runzen schon die Stirn bei Advertising, aber das geht auch mit. Und die Mikromonetarisierung, das werde ich dann später vielleicht im Gespräch erläutern, was das ist. Also wie geht das? Verteilte Produktion, übers Land verteilt. Wir haben verschiedene Menschen, die gerne Inhalte produzieren, die müssen wir erfassen, zusammenführen und für Maschinen und Menschen erkennbar machen. Das war das Tagging. Der Content muss verteilt werden können. Und gut, Push-Pull, das ist ein bisschen technisch. Und wenn wir monetarisieren wollen, es muss eine Transaktionskontrolle auch gewährleistet werden. Aber das Wichtigste ist, das wird über verschiedene Audiokanäle, heterogene Audiokanäle verteilt. Das heißt, sowohl digitalen als auch lineare Kanäle nutzen den Content, den Sie, den die Journalisten dann produzieren. Personalisiert, dennoch nicht individualisiert. Wenn Sie wollen, die Neuigkeit, linear und digital, das heißt auch klassische Radiosender, lineare Programmanbieter können den Content nutzen und werden Geld dafür bezahlen. Das ist unser Annahme in 10 Jahren. Sagen Sie mir, ob ich recht hatte oder nicht. Mit den Takeaways sind wir fast am Ende. Also Audio braucht Content, Menschen brauchen Content. Das ist schon eine gute Botschaft für Journalisten. Journalismus produziert guten Content und soll, das ist die Botschaft, bitte das audiotauglich machen und dabei monetarisieren, damit Journalisten weiteren Content produzieren können. Und also das Viva, eine vielfältige Produktion, verteilt über das Land, ein zentrales Management, keine Kontrolle, keine Zensur, nur ein Management des Audiomaterials und einen vielfältigen Einsatz über verschiedene Wege. Das Business Model, nochmal zusammengefasst, die Mikromonetarisierung ist, Kleinstbeträge werden bezahlt für den Einsatz des Contents in verschiedenen Medien und man kann entscheiden mit oder ohne Werbung. Es ist schlecht, wenn Werbung bestimmt, was im Content drin ist. Deswegen eigentlich eine Demokratisierung durch Werbung. Das wird gerade versucht, im Afrika das einzuführen. Linear wie digital. Ich merke, ich gebe Gas, damit ich die Zeiten einhalten. Manchmal überhole ich mich selbst. Und last but not least, Content bitte für deine Hörer, nicht für Google. Google braucht das nicht auf, so finden zu können und kostenlos nutzen zu können. Die Daten sind auch für dich und nicht für Google. Und deswegen begrüßen wir jede Login-Allianz, die in diesem Land ansässig ist. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten das auch gerade im kurzen Vorgespräch. Für alle ist das Format neu und deswegen ist die Nervosität vielleicht ein bisschen da, aber schön, dass Sie durchgekommen sind. Wir machen gleich weiter. Herr Ruch von der Taz, dann erzählen Sie mal, wie Sie das machen. Die nächste Folie, bitte. Die Taz kommt aus einer Zeit, da waren die meisten Leute, die jetzt hier sitzen, noch gar nicht geboren. Sie wurde 1978 gegründet und das erste Mal vorgestellt wurde die Idee in der Zeitung auf dem Tunix-Kongress, dass sie es flüchten oder standhalten. Flüchten heißt, wir gehen auf eine Insel und machen uns ein schönes Leben, oder standhalten heißt, wir bleiben hier und verändern die Gesellschaft. Geworben wurde um Vorausabonnements. Die Taz war also ein Crowdfunding-Projekt, obwohl es so etwas wie das Internet noch lange nicht gab. Wir haben dann mit diesem Prospekt und der Aufforderung von Fritz Teufel aus dem Knast geworben, Vorausabos zu sammeln. Die erste Ausgabe erschien am 17. April 1979 mit 7.000 Vorausabos, obwohl wir eigentlich 20.000 haben wollten. Die Taz hat trotzdem überlebt, weil sie mit den sozialen Bewegungen der 80er Jahre groß geworden ist. Soziale Bewegung heißt Ökobewegung, Umweltbewegung, Atomkraftbewegung, Hausbesetzerbewegung in Berlin, Frauenbewegung, Friedensbewegung. Damit ist die Taz groß geworden. Tschernobyl war für die Taz ein großes Ereignis, das tatsächlich dann auch zu einer Auflagenförderung führte. Nach Tschernobyl war die Situation der Taz so gut. Tschernobyl war 1986.
Sie investierte und kaufte einen Altbau in der damaligen Kochstraße, altes Berliner Zeitungsviertel, und warb dafür, sich zu beteiligen in einem Neubau. 6 Monate nachdem die Taz in die Kochstraße gezogen ist, fiel die Mauer um, die Berliner Mauer, so, ich weiß nicht, wer das noch weiß, 89. Da war die Taz zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die Geschichte spielte sich vor unserer Haustür ab. Man konnte die Mauer, die, nicht die Mauer über die Taz reichen, die Taz über die Mauer reichen. Und was kommt als nächstes? Hängt die Folie? Die Zeit, also der Mauerfall war gut, das Verbreitungsgebiet vergrößerte sich um die 5 neuen Länder, aber trotzdem kamen die Medien in Berlin in die Krise, weil die Berlin-Förderung abgeschafft wurde. Die Taz gründete eine Genossenschaft und Ziel der Genossenschaft war es vor allen Dingen, die Eigenkapitalbasis der Taz zu stärken, weil die Taz war eine Gründung von 25-jährigen Studenten, die gute Ideen, aber kein Geld hatten. Es fehlte immer das Kapital. Heute hat die Taz über 19.000 Eigentümerinnen, Taz-Genossinnen, und hat inzwischen schon wieder ein Haus gebaut, auch um die finanzielle Basis der Taz zu sichern. Das war jetzt so ein bisschen die Bilder aus der Vergangenheit. Die Zukunft für die täglich gedruckten Zeitungen ist ja schlecht, das weiß jeder. Die Auflagen fallen. Bei uns fallen die Abos von 45.000 Abos, die wir noch 2010 hatten, auf 26.000 Abos heute. Das ist bei anderen Zeitungen noch schlimmer. Wir haben 2011 einen Strategieentschluss gehabt, zu sagen, in 10 Jahren gibt es keine gedruckten Tageszeitungen mehr, wir müssen etwas ändern. Eine Variante war zum Beispiel das E-Paper oder die App, das ist nichts anderes als die gedruckte Zeitung in digitaler Form. Es gibt eine nächste Abo-Variante, das sind dann die Kombination aus dem digitalen Abo jeden Tag und der Wochenend-Gedruckt-Ausgabe. Es gibt eine Ausgabe vom Wochenende, da gibt es Abonnenten, insgesamt sind das jetzt dann 47.907 Abos, und die, das nächste Abo oben drüber ist das Abo für taz.de online, das ist Taz zahl ich, da haben wir inzwischen 16.000 Menschen, die freiwillig für die Taz für etwas zahlen, für das sie eigentlich nicht zahlen müssten. Also dieses, man sieht, dass es eine starke Entwicklung ist, Print geht, digital kommt. Die Frage, wie rechnet sich das, wenn man sich mal die Ergebnisse der letzten 10 Jahre einsieht, dann sieht man, der Umsatz steigt von 24 Millionen auf 27 Millionen. Die Jahresergebnisse sind in der Regel positiv, manchmal ist es negativ, aber das waren die besten Jahre, da haben wir am meisten investiert. Und das Eigenkapital der Taz steigt gravierend. Das Problem, das zeigt diese Folie, es ist kein Taz-Problem, dass die gedruckten Auflagen runtergehen. Sie gehen bei der Frankfurter Allgemeinen zum Beispiel um 46% und Handelsblatt um 57% runter. Wir gehen davon aus, dass die Zeitung im Abbau ist. Die gedruckte Zeitung, die kann man jetzt abbauen. Das haben wir hier gemacht an unserer alten Fassade in der Dutzkestraße. Und was machen wir mit der Zeitung? Wir haben einen Raum in unserem neuen Haus, wo wir den Mythos Taz pflegen werden, und wir sind allerbester Hoffnung, dass es die Taz, also obwohl sie ein Dinosaurier in dieser Runde ist, auch in vielen Jahren noch geben wird. Danke. Vielen Dank. Ich schlage vor, wir machen einfach weiter. Ne? Herr Schwörbel bereit? Jetzt ich bin bereit. Modell Steady. Folien los. Ja, wunderbar. Also erstmal vorweg, auch wenn das hier eine Karaoke ist und ich gegen die Charts arbeiten muss, Anmoderation mit, wir reden hier über die alternativen Finanzierungsmodelle, das macht tatsächlich das alles kaputt. Wir reden hier über Finanzierungsmodelle und ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir hier so tolle Leute haben, die das hier sozusagen diese Transformation oder den Neustart geschafft haben. Denn tatsächlich ist es doch so, wir reden das jetzt schon seit 5 Jahren, die Branche ist in der Krise, die Anzeigenmodelle sozusagen funktionieren nicht mehr und die berühmten Abo-Modelle sozusagen haben ein riesen Churn-Problem. Es gibt aber auch Gewinner, und das sind Leute wie hier vorne, nämlich das sind authentische Medienmacher, die sich mit ihrem Publikum verbinden, und diese Verbindung ist sozusagen basiert auf Vertrauen.
Jetzt fragt ihr, ja, aber es sind doch alles irgendwie nur die Kleinen und die Blogger und die Taz, um Gottes Willen, das ist doch süß. Wer in der letzten Woche mal in die Zeitung geschaut hat, der sieht, dass Namen wie The Guardian, Slate, Atlantic, sogar BuzzFeed News auf etwas gesetzt haben, was sich Membership nennt, die machen das alle sehr, sehr gut. Und auch in Deutschland haben wir das, das ist Crowd Reporter, ich habe das mitgegründet, ist auch mittlerweile eine Genossenschaft, wir haben 10.000 Mitglieder. Wir investieren immer noch, weil wenn wir wollen, können wir mit diesen 10.000 Leuten profitabel sein. Das Zauberwort dahinter ist sozusagen die Mitgliedschaft. So, was ist jetzt eigentlich Mitgliedschaft? Ich hatte das kurz eben schon angesprochen. Mitgliedschaft ist nichts anderes als eine Monetarisierung eines Vertrauensverhältnisses. Wenn Leute, wenn Leser, wenn Publikum, ein Medien wie den Guardian, die übrigens profitabel sind, toll finden, dann zahlen sie dafür. Und bei der Taz sogar komplett freiwillig. Jetzt sagt man, ja, man könnte ja sagen, das ist doch nur ein neues Wort für Abos. Nein, Abos verkaufen Produkte, Abos muss man kaufen. Eine Mitgliedschaft ist etwas, was die Leute tatsächlich, wofür Leute tatsächlich bezahlen wollen. Und das finanziert, das sozusagen, das verändert alles. So, jetzt ganz kurz, was ist Mitgliedschaft? Man braucht immer zwei Dinge für eine Mitgliedschaft. Und zwar erstens eine Passion auf der Seite von den vom Publikum, von den Leserinnen, also das Gefühl, dass die Leute sagen, ich will nicht, dass dieses Medium verschwindet und es braucht auch sozusagen exklusive Dinge, das sind die Mitgliedschaften oben hier und das bezeichnen wir sozusagen diese Kombination von einem Purpose, von dem Willen, etwas zu unterstützen und wenn man was bekommt, das bezeichnen wir als Mitgliedschaft. Und hier sieht man das ganz schön, Netflix, Spotify, das sind Abos, ne? Da zahlt man was dafür, weil man das woanders auch nicht bekommt. Aber solche Sachen hier wie die Republik oder Crowd Reporter, dafür sozusagen will man zahlen. So, oh, meine Güte. Also, Medienmacher sind tatsächlich sozusagen Experten, sozusagen im Erstellen von Inhalten, aber die brauchen tatsächlich Hilfe bei der Vermarktung und bei der ganzen Technik, bei der Zahlungsabwicklung. Dafür ist Steady da, das Startup, was ich vor 2 Jahren gegründet habe. Und Steady hilft eben unabhängigen Medienmachern und Medienmacherinnen, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen, indem sie es mit dem Publikum verbindet. Jetzt bin ich auf dem Punkt. So. Steady ist 2017 an den Markt gegangen. Wir haben sozusagen uns auf der Erfahrung von Crowd Reporter überlegt, was wir machen können. Es ist eine Plattform, mit der man sich ganz leicht anmelden kann und als Blogger, Magazin, als Podcaster, die sind sehr, sehr stark, sich anmelden kann. Und dann bekommt man eine ganze Suite von Themen, sozusagen von der Zahlungsabwicklung, von Paywall-Tools, von Marketing-Tools, von interaktiven Tools mit dem Publikum, die man sozusagen sich innerhalb von, ich sag mal, 10 Minuten einbauen kann. Es dauert tatsächlich nur 10 Minuten, für einen größeren Verlag vielleicht 60 Minuten. Wir müssen immer noch so viel reden. Man braucht kein Programmieren, keine Investition und schwupp kann man ein Mitgliedschaftsmodell, wie der Guardian das macht, auf dem gleichen Niveau anbieten. Die sozusagen Kunden, die Steady hat oder die Publikationen, die bei Steady sind, sind vielfältig. Das ist etwa so das Avantgarde, das Who's Who der deutschen unabhängigen Medien. Das ist sozusagen der Postillion, das Übermedien. Ganz nah unten rechts inklusiv freue ich mich. Das ist ein rumänisches Startup, das gerade an den Start gegangen ist. Jetzt ist die große Frage, was soll das jetzt? Mitgliedschaften heißt jetzt, uns läuft alles ein bisschen die Zeit weg, nicht nur hier im Vortrag, sondern auch sozusagen läuft die Uhr sozusagen, was die Geschäftsmodelle angeht. Warum ist die Mitgliedschaft ein Modell, worum man jetzt aufspringen muss? Weil nämlich die Leute, die jetzt ihr Geld eingeben, bei den Medien bleiben. Wir haben einen Churn von 2%, das ist sehr, sehr wenig. Wenn Zeitungsmacher hier im Haus sind, die wissen das. Und das Zweite, diese Mitgliedschaften akzelerieren unglaublich stark. Hier Zahlen von Steady, wir haben für die 1. Million Umsatz, die wir gehabt haben, 20 Monate gebraucht. Für die 2. Million Umsatz haben wir nur noch 6 Monate gebraucht und das zeigt so ein bisschen die Geschwindigkeit, mit der dieser Mitgliedschaftsbereich läuft. So, das war's. Herzlichen Dank. Mitgliedschaften it is. Ja, vielen Dank. Bin ich auch für den Hinweis mit dem Alternativ, dann ziehe ich den Begriff zurück. Es war bezogen auf das klassische Modell mit Anzeigen und Abo finanziert, aber reden wir ja gleich nochmal drüber. Frau Wollemin, bitteschön, dann machen wir gleich weiter. Nächsten Foliensatz, bitte. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich muss sagen, ich war noch nie auf dem Podium mit so viel ähnlichem Gedankengut. Ich glaube, ich schließe sehr gut an. Vielleicht eine Frage zum Beginn. Wer kennt die Republik? Kann ich kurz Hände sehen? Okay, gut. Ich bin Mitgründerin der Republik. Die Republik gibt es seit 1,5 Jahren online. Die Republik ist ein Magazin,
Wir decken die Themen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur ab, also alles, was es halt so gibt. Wir erscheinen täglich und produzieren vor allem hochqualitätige Texte, experimentieren aber viel auch mit Audio, Video und machen vor allem auch viel im Bereich interaktive Formate, interaktive Experimente und so weiter. Genau, so sieht das aus. Die Republik gibt es nur online und manchmal an Veranstaltungen. Wir sind in Zürich, produzieren hauptsächlich für den Schweizer Markt, haben aber auch in Deutschland immer wieder große Fans, die uns gerne lesen. Angefangen hat das Ganze so ein bisschen als Rebellion. In der Schweiz haben sich immer mehr Journalisten heimlich getroffen in Gärten und gesagt, so geht es nicht weiter. Wir können unter diesen Bedingungen nicht mehr den Journalismus herstellen, den wir herstellen wollen. Wir müssen selber etwas machen. Das Geschäftsmodell ist kaputt, war so eine Grundaussage. Damit ist gemeint, dass Reichweite-Werbemodell und das Print-Abo-Modell, das in der Schweiz schon länger nicht mehr so gut funktioniert. Ich glaube, Deutschland ist in der Entwicklung voraus oder hintendrein, ist ein bisschen verschoben. Wir haben Crowdfunding gemacht im Mai 2017. Das war viel erfolgreicher, als wir selber je erwartet hätten. Wir haben über 3 Millionen Euro eingenommen und fast 14.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden, sind dann im Januar 2018 an den Start gegangen. So, und was ist das Geschäftsmodell der Republik? Es ist sehr einfach. Wir produzieren Journalismus und die Kunden bezahlen dafür. Gar nicht alternativ. Dadurch sind wir werbefrei, also wir haben nur einen Kunden. Wir haben bisher etwa 7,5 Millionen Euro über Mitgliederbeiträge eingenommen und etwa 3 Millionen Anschubsfinanzierung erhalten. Genau, jetzt schließe ich auch sehr gut an an Herrn Schwabel. Wir optimieren Vertrauen und nicht Reichweite. Und das klingt so simpel und es ändert alles. Also im Leben des Journalisten ändert das alles. Ich werde jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie wir Vertrauen optimieren. Das Erste, was für uns sehr wichtig ist, ist, dass unsere Leserinnen und Leser verstehen, weshalb wir tun, was wichtig ist daran. Wir haben unsere Leser können Statements hochladen. Das haben ganz viele gemacht und da sieht man ganz krass, wie sehr die Leute verstehen, weshalb es unabhängigen Journalismus braucht. Wir haben ein Manifest, das das für uns sehr gut zusammenfasst, auf das sich alle auch immer wieder beziehen. Das ist sehr wichtig fürs Vertrauen, kann man sagen, daran halten wir uns, an dieses Manifest. Wir sind weitergegangen, wir beteiligen die Leser am Business, wir haben eine Genossenschaft, die knapp die Hälfte der Stimmen der Republik AG, das ist die AG, die das Magazin herausgibt, besitzt und somit besitzen uns die Leserinnen auch, was natürlich das Involvement erhöht. Nach dem Besitz kommt auch das Mitspracherecht. Wir hören unseren Lesern sehr gut zu. Hier haben wir eine Online-Wahl gemacht für den Genossenschaftsrat. Also es sind 30 Leute, die Leserinnen und Leser auch gegenüber uns vertreten. Auch wichtig, Transparenz. Die Journalisten müssen sich dem Publikum stellen. Man muss erklären, wie man arbeitet. Natürlich auch finanziell transparent sein. Aber immer wieder auch in Veranstaltungen zu den Leuten gehen. Und auch online bei uns, natürlich, es wird debattiert zu den Themen. Unsere Autorinnen und Autoren sind präsent dort. Das sind ein paar Ansätze, wie wir Vertrauen optimieren. Es gibt noch ganz viele mehr. Noch 2, 3 konkrete Sachen. Wir haben eine harte Paywall, aber unlimitiert teilbare Inhalte. Das ist für uns sehr wichtig. Wir gewinnen tatsächlich die Mehrheit der neuen Abonnentinnen, Abonnenten, Mitglieder so, weil sie Artikel lesen, die sie geteilt bekommen, die schon existierende Abonnenten teilen. Wir haben eine Jahresmitgliedschaft, die kostet 240 Franken, das ist vielleicht 220 Euro, das ist in der Schweiz nicht so viel, hier klingt das mega absurd. Es gibt auch Monatsabonnente, Gönner und ein Pay What You Can, wenn man sich das nicht leisten kann, was vielleicht wichtig ist für die potenziellen deutschen Kunden hier. Wichtig ist, unsere finanzielle Zukunft bleibt ungewiss. Wir haben im Moment 18.000 Mitglieder, wir hatten mal 24.000. Wir müssen wachsen, wir brauchen etwa 25.000. Wir sind sehr optimistisch, dass wir das erreichen, aber wir müssen auch mit der Unsicherheit leben.
Nun sind wir schon am Schluss. Jetzt am Schluss noch etwas Kleines. Zu unserem Geschäftsmodell gehört auch, dass wir die ganze Zeit Werbung machen für uns. Ich habe hier für die, die uns nicht kennen oder besser kennenlernen wollen, Kärtchen mit 14 Tage Zugriffscodes. Und wer so eins will, soll auch bitte nach dem Podium kurz zu mir kommen, dann kriegt ihr eins, dann könnt ihr uns kennenlernen. Danke. Sehr gut und ganz praktisch steht auch in der Mitte des Podiums der Beul mit dem großen R, dass Sie das alle lesen können. Sehr schön, vorbildlich. Vielen, vielen Dank an alle vier erstmal soweit. Ich werde gleich Publikumsfragen auch zulassen, können Sie mir schon mal signalisieren. Ich habe noch zwei, drei ganz kurze Nachfragen. Herr Aprile, bei Ihnen, gibt es das Modell schon oder ist das die Planung, was Sie vorhaben? Also das hatte ich nicht ganz verstanden. Bitte einmal, müsste jetzt. Jetzt, ja. Das ist ein Business Model. Das heißt, es wird noch nicht umgesetzt. Das ist ein Vorschlag, wenn Sie wollen. Das ist ein Geschäftsmodell, das haben wir jetzt nicht für Kunden entwickelt. Das ist, wenn Sie wollen, unser erstens Wunsch, eine Monetarisierung in die freie Journalistenschaft hineinzubringen. Es gibt ähnliche Modelle, wo zum Beispiel Radiogruppierungen dann Content produzieren und der Content wird dann bei den Radiosendern dann eingesetzt. Hier ist der Ansatz ein bisschen anders. Es geht darum, diesen Content zu demokratisieren und gleichzeitig zu monetarisieren. Das ist kein Widerspruch. Das heißt, alles, was ich produziere, verteile ich über Kanäle und diese Kanäle bringen mir ein bisschen Geld. Was mich wiederum in die Lage versetzt, dann mein Modell, meine Mission, an die ich glaube, dann fortzusetzen. Aber auf Ihre Frage lange geantwortet, nein, das Geschäftsmodell gibt es nicht. Es gibt die Technologie dafür, aber vielleicht gibt es jemanden, der sich dafür erwärmt. Das heißt, es ist jetzt auch noch kein Zeitpunkt zu nennen, wann es losgeht oder so, sondern Sie sind eher noch auf Investorensuche oder wollen Sie das auf die breiten Beine stellen von den Teilnehmern? Oder? Nein, nein, keine Investorensuche. Ich sage es nur, wer Content produziert. Also das ist eine Botschaft, eine Lanze, die man für den Audiokanal bricht. Ist, bitte vergesst auch nicht, dass es auch einen Audiokanal gibt, der ist immer stärker. Immer mehr junge Leute nutzen Podcasts, das ist jetzt keine Neuigkeit. Und deswegen ist die Einladung, diesen Content auch über diese Wege zu verteilen, aber nicht kostenlos, nicht an Google schenken, sondern durch die Monetarisierung dafür stehen und das auch garantieren, dass es weitergeht mit dem guten Content. Philipp Schwörbel, ich habe jetzt gehört, hier war zum Beispiel Mikropayment eine Überlegung bei der Republik, 18.000 Mitglieder, 25.000 braucht man, bei der Taz waren es, wie viel Taz zahle ich Abos? 19.000. Ne? Also hört sich für mich so an, man braucht immer eine große Community, um sowas umzusetzen, oder? Wie ist es bei Steady? Gibt es da Beispiele, wo es auch mit einer ganz kleinen Community geht? Ja, klar, also es gibt, klar, wenn man eine große Community hat und da ein enges Verhältnis hat, das ist natürlich immer gut. Ne? Aber wir sehen gerade bei Nischenangeboten, wo die Community nicht ganz so groß ist, dass es auch hervorragend funktioniert. Also es ist eigentlich das, was Clara auch gesagt hat, es geht darauf nicht Reichweite, nicht Größe zu optimieren, sondern auf das enge Verhältnis. Und dann zahlen die natürlich auch im Schnitt mehr, ne? Wenn je enger das Verhältnis ist. Was ist denn das teuerste Steady-Abo? Bei welchem Medium kann ich das denn abschließen? Nur mal so, ich habe auch übrigens Steady als bei mir im Blog, aber ich habe schon gehört, ich pflege das nicht genug. Ich glaube, ich nehme 11,62 Euro ein oder so im Monat, weil ich es einfach nicht genug pushe. Ne, das weiß ich schon, aber was sind so Umsätze, was kann man sich da vorstellen? Genau, also es gibt immer eine Preisdifferenzierung in der Regel, die meisten bieten so 2-3 Preise an und da, die meisten haben einen Einstiegspreis von 4-5 Euro, manche sagen auch, ich will so ein 1-Euro-Abo, aber da bleibt nicht so viel über, dann hat man meistens was in der Mitte, 5-6 Euro und dann gibt es was Höheres, das ist unterschiedlich, da gibt es Leute, die haben 50-Euro-Abos, 100-Euro-Abos, weil das sind einfach Leute, denen das wirklich was wert ist. Social Media Watchblog zum Beispiel ist so ein Nischenanbieter, der hat sehr viele sozusagen Profis, die ihn lesen und die zahlen auch manchmal 250 im Monat, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, aber hat er auch sowas. So, jetzt gucke ich mal ins Publikum, hat jemand eine Frage? Es traut sich wieder keiner. Ist schon jemand einen Schritt näher, dass er gründen will? Das wäre schon eine tolle Sache, wenn wir heute jemanden zum Gründen kriegen. Nicht? Dann frage ich mal weiter. Also bitte einfach melden. Herr Ruch, wie lange sind Sie von Anfang an bei der Taz dabei gewesen eigentlich? Seit Tunix. Ins Mikro, bitte. Seit 78, seit Tunix.
Meine erste Begegnung mit der Taz war bei Tunix, genau. Ist das Genossenschaftsmodell nicht so, dass man da ganz viele Leute hat, die mitreden wollen und einem dann Schwierigkeiten machen? Nee, überhaupt nicht. Das kommt wahrscheinlich darauf an, ob man das gut macht oder ob man es schlecht macht. Ich finde, dass die Genossenschaft für uns jetzt eine konsequente Fortsetzung dieses ersten Crowdfundings war. Also Crowdfunding heißt ja immer nur, man bettelt die Leute an und will sie irgendwie als Kunden, als Abonnenten, als Nutzer haben. Aber der wesentliche Fortschritt bei der Taz war dann, dass wir diese vielen Abonnenten, Unterstützer, die wir haben, auch zu Mitgesellschaftern gemacht haben. Sie haben also nochmal ein ganz anderes Interesse daran, dass das Unternehmen überlebt. Sie sind nicht nur Leserinnen oder Leser, nicht nur Abonnentin, sondern sie sind auch Miteigentümer. Das ist, glaube ich, ein wichtiges. Und das tatzahlig, das zweite zeigt eben, dass das nicht nur für die alten Papierleute gilt. Also ich habe heute Morgen ja auf dem Podium gesessen, wo die alte Branche gesessen hat und überlegt hat, wie sie in die Zukunft kommen will, und die Rufe nach Förderung werden immer lauter. Und ich glaube, hier zeigt sich, dass es tatsächlich sinnvoll ist, sich gute Ideen zu machen, neue Ideen zu machen. Dann wird man auch ein Modell finden, mit dem man Journalismus in der Zukunft finanzieren kann. Da bin ich ganz sicher. Wenn Sie jetzt, ich bleibe einen Moment dabei, wenn ich bei dem Taz zahle, kann ich auch immer klicken, ich lese auch erstmal ohne oder sowas, ne? Gibt es da ein Verhältnis, wie viele Leute das konsequent ignorieren, das Taz-zahlig? Es ist ein Dauerzahler. Wir haben am Anfang mal auch, dass wir das befristet gemacht haben, das haben wir sofort wieder eingestellt, weil man dann die Leute verliert und hinterherrennen muss und akquirieren muss. Das wollten wir nicht, sondern wenn man dabei ist, dann ist man dabei, bis man irgendwann kündigt, und es steigt kontinuierlich. Es sind ja in der Regel kleine Beträge, die Leute zahlen, aber es sind jetzt 16.000, es kommt dann schon über 1 Million zusammen, für die man ja wenig Kosten hat. Man muss nichts drucken, man muss nichts vertreiben, und sie zahlen tatsächlich für etwas, für das sie eigentlich nicht zahlen müssten, weil wir ja alles frei ins Netz stellen. Ja, Herr Schwab. Ich kann da kurz nochmal eine Anmerkung machen, weil wir jetzt gerade eine Auswertung gemacht haben über die 400 Steady-Publisher. Wir haben bei Steady Anbieter, die gar keine Paywall haben, also alles komplett frei ins Netz stellen. Die geben andere Benefits oder manche auch gar nicht. Wir haben Leute, die so eine, nennen wir tatsächlich auch so tatzahlich Paywall haben, die man wegklicken kann, und eine feste. Und das sozusagen Verhältnis, sozusagen das durchschnittlich, wir sagen MRR, Monthly Recurring Revenue, ist bei denjenigen, die keine Paywall haben, auf einem Niveau das Doppelte etwa, wenn man eine softe Paywall hat, die man wegklacken kann, das Vierfache bis Fünffache, wenn man eine harte Paywall einführt. Das einfach als Info gerade. Ich höre schon, ich muss die harte Paywall einführen. Frau Wollemin, wie ist das? Ich hatte vorhin, das ging ganz schnell, die Preise. Was zahlt man bei Ihnen für ein... Also die reguläre Jahresmitgliedschaft ist 240 Franken, das ist vielleicht so 220 Euro oder so. Und was mich da interessiert, ist die Tatsache, dieses beliebig teilbar. Also ich kann, wenn ich bei Ihnen Mitglied bin, kann ich das bei Facebook und Co. verbreiten, und die Leute kommen dann, darüber kriegen sie neue Abonnenten. Ja, also man findet unsere Inhalte auch über Google. Also wenn Sie jetzt Republik und dann irgendwie, ich weiß doch auch nicht, Kurz eingeben, dann finden Sie wahrscheinlich einen Artikel von uns über den Sebastian Kurz. Also, und den kann ich freilesen? Oder? Freilesen. Was wir gar nicht machen, ist so dieses, ich schneide den Artikel in der Mitte ab in die Hälfte und man kann den Anfang lesen und dann so stopp, ab hier nicht weiter. Das finden wir irgendwie nicht so kundenfreundlich. Und wir wollen auch, es ist uns sehr wichtig, dass eigentlich jeder Beitrag viral gehen kann. Ich meine, Journalisten wollen auch, dass ihre Beiträge sich verbreiten können. Wir haben Leute, die uns regelmäßig lesen und nicht bezahlen, aber wir haben einen Störer drauf und wir sagen immer, hey, es gibt andere, die dafür bezahlen, und bezahl doch bitte auch. Und wenn es Leute gibt, die das nicht machen, ist uns das eigentlich egal. Also Hauptsache, wir haben genug Leute, die es tun. Ich finde das sehr bemerkenswert. Das ist ja das, was Sie gesagt haben mit diesem, wir stärken das Vertrauen und eben nicht, wir setzen nicht auf Reichweite. Ist ja schon ein Bruch zu den klassischen Geschäftsmodellen, wo man eben auf Reichweite setzt. Philipp Schwabel, ergänzend? Genau, ich wollte auch einmal sagen, es ist ein großes Missverständnis, wenn wir von Paywall sprechen. Das geht nicht darum, wie die klassischen Verlage das früher gemacht haben, sozusagen ein Recht zu verkaufen, Inhalte wegzuschließen, sondern eine Paywall ist im besten Fall ein Kommunikationsinstrument. Also das ist genau wie du sagst, Lara. Also das ist, da erinnert man permanent, das ist ein Marketing-Tool, das erstaunlich gut funktioniert. Es geht überhaupt gar nicht um Wegschließen oder so. Das ist der Zug
ist sozusagen bei den Legacy-Medien? Halte ich, finde total, also aus meiner Sicht eine sehr spannende Botschaft, eben auf Vertrauen zu setzen und eben nicht auf diese Masse. Gibt es jetzt schon jemand? Ja? Nein? Ja. Doch, hier vorne bitte. Geht es mit Mikro, genau. Das Mikrofon kommt zu Ihnen. Hallo. Ich habe mal eine Frage in die Runde, vielleicht so aus ArbeitnehmerInnen-Sicht. Und zwar hatte ich den Eindruck, dass bei so Start-ups im weitesten Sinne oft das Problem ist, dass die Leute am Anfang so irrsinnig viele Überstunden machen und gar nicht so viel verdienen. Ich wollte fragen, wie das bei Ihnen so aussieht, ob es da irgendwie auch Regelungen gibt, wenn Sie bezüglich der Paywalls und so weiter auch anderweitige Systeme haben. Ja, wem gebe ich das? Ich kann nicht jetzt darauf antworten. Ich sage es nur, durch die Monetarisierung kann man dafür sorgen, dass man die Gehälter zahlt und die Überstunden auch. Ich war sehr schnell, aber ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Also wir haben halt, es gibt viele Medien, die wachsen so, also neue Medien, sie werden von einem Hobbyprojekt dann langsam professioneller und so weiter. Wir wussten von Anfang an, wir wollen das professionell machen. Wir haben ein bisschen branchenüberdurchschnittliche Löhne. Überstunden haben wir trotzdem viele, aber das hängt einfach damit zusammen, dass die Leute, wir kämpfen, die Journalisten, die schreiben auch um ihr Überleben immer noch. Und wir finden das grundsätzlich auch richtig so. Wir wollen, wenn wir Innovation wollen, dann geht es halt einfach auch nicht, dass man sagt, ja, ich setze mich da auf einen bequemen Stuhl und mache, was ich immer gemacht habe. Also wir leiden schon alle auch, aber hoffentlich im Sinne für einen besseren Journalismus. Und die Löhne bei uns sind gut. So. Aber im Moment leben Sie alle noch von der großen Crowdfunding-Summe, die Sie reingenommen haben? Hatte ich das richtig verstanden? Nein, die Crowdfunding-Summe, das waren einfach die ersten Abonnenten, die wir verkauft haben. Das ist ja nichts grundsätzlich anders. Wir haben nur gesagt, wir haben nur 8 Monate bevor wir gestartet sind, das erste Mal angefangen, Jahresmitgliedschaften zu verkaufen. So, da gab es keinen Unterschied. Und von der Crowdfunding-Summe war, 95% oder so, waren einfach diese 240 fränkigen Jahresmitgliedschaften und sonst nichts. Da gab es noch ein paar Spenden und ein paar Leute, die 2 oder 3 Mitgliedschaften gekauft haben, weil sie so sehr wollten, dass dieses Crowdfunding erfolgreich ist. Aber grundsätzlich zwischen Crowdfunding und Mitgliedschaften verkaufen gibt es keinen Unterschied bei uns. Nur, dass das eine, wir haben ein bisschen Hype kreiert haben und sehr viel Aufmerksamkeit aufs Mal hatten. Das ist aber ein spannendes Stichwort, Hype. Wenn ich jetzt sage, okay, ich überlege, ein Medienunternehmen zu gründen, dann haben wir jetzt hier Beispiele. Die Taz war vorher mit einer gewissen, also ist ja eine bekannte Marke. Die Republik hat sehr viel, also ja, einen Hype generiert regelrecht. Wir können ja auch kurz über Krautreporter sprechen, das ist ja auch so. Aber die Frage geht dann wahrscheinlich auch Richtung Steady, weil da sollen ja auch der Einzelne, der, was weiß ich, einen Blog betreibt, einen Podcast. Wie fange ich denn da an? Was mache ich denn da? Also setze ich dann einen Blog auf und baue ich mir erst eine Community auf und setze dann Steady drüber? Oder also haben wir so ein paar Tipps, dass die junge Dame gar nicht als Arbeitnehmerin werden muss? Ja, genau, das ist eine spannende Frage. Das geht immer darum, ein Unternehmer kann der ohne eine Investition irgendwie anfangen. Höchstwahrscheinlich nicht. Deswegen bei uns ist das so, bei Steady, es gibt die einen, die anfangen, die haben eine Community, die ist gewachsen, die ist einfach schon da und die können sie einfach anfangen zu monetarisieren. Da wissen wir von Tag 1, dass die Geld verdienen können, weil 5% so einer engen Community zahlen mindestens 5 €, wenn man sie 5-mal fragt. Also das kann man dann schon mal schnell machen. Muss ich das auch trauen? Für die das nicht haben, die brauchen tatsächlich entweder eine Investition oder müssen selber da rein investieren oder sie machen zum Beispiel ein Crowdfunding. Also dieses Magazin in Rumänien, was da kurz aufpoppt in meinem Vortrag, inklusiv.ro, die haben ein bisschen Crowdfunding gemacht, 100.000 € eingesammelt innerhalb von 4 Wochen. Crowdreporter hat 1 Million eingesammelt. Wir haben das Crowdreporter, ist ein profitables Unternehmen, da habe ich tatsächlich auch Energie und Herzblut reingesteckt, aber ich musste da kein Geld aufnehmen. Also es geht, ne, wenn man das macht. Herr Ruf, also die Taz hat ja mal als selbstverwaltetes Kollektiv angefangen, als Betrieb der Mitarbeitenden mit einem ganz niedrigen Einheitslohn für alle. Es gab 800 Mark netto. Also was Steuern waren, das wusste man damals noch gar nicht, oder Sozialversicherung. Also man hat einfach 800 Mark netto bezahlt und dann die notwendigen Steuern und Abgaben dafür. Das endete mit der Genossenschaft, da wurden dann die Gehälter differenzierter und auch höher.
Inzwischen ist es so, die Gehälter sind bei der Taz gestiegen, aber sie sind immer noch nicht so hoch wie in anderen Verlagen, aber es nähert sich stark an. Das war auch ein Diskussionspunkt heute Morgen, weil die Taz ja ein Beispiel dafür ist, wie eine Zeitung funktioniert, die ohne Anzeigen auskommen muss. Das Geschäftsmodell von Zeitungen war, sie finanzieren sich zu 2/3 durch Anzeigen. Wenn es keine Anzeigen gibt, dann muss man das auf der Kostenseite irgendwo sparen. Man hat die gleichen Druckkosten, die gleichen Mieten, die gleichen Stromkosten, Telefonkosten und so weiter. Das kann man nur bei den Gehältern sparen. Heute hat sich das angenähert. Die Frage mit den Überstunden, es gab ja jetzt ein Urteil vom so einem europäischen Gericht, dass die Arbeitszeit gemessen wird. Das fände ich für die Taz eigentlich mal einen interessanten Versuch, das zu machen. Also wir, das gibt es ja im Moment ja nicht. Also man hat es noch nie gehabt, aber man hat immer Vertrauensarbeitszeit gehabt. Es arbeiten Leute viel, es arbeiten Leute wenig. Also mancher sagt, jeder hat sein persönliches Kompensationsgeschäft mit der Taz. Also Journalisten müssen ja dann manchmal auch woanders arbeiten, Moderationen machen oder Vorträge halten. Aber eigentlich wäre das ganz spannend, also weil die Beobachtung ist ja da, dass in diesen neuen Arbeitsfeldern, diesen digitalen, die Arbeitszeit nachher unendlich ausweitet. Und das ist ja ein berechtigtes Interesse zu sagen, nee, ich will zu meiner Lebenszeit irgendwie eine Trennung haben zwischen dem, was ich arbeite und dem, was ich privat habe. Deswegen, also eigentlich wäre es interessant, das bei der Taz mal auch einfach mal zu machen, die Arbeitszeit richtig korrekt zu messen, gar ohne nicht jetzt an Sanktionen oder an Bezahlung zu denken, sondern es einfach mal zu machen, es zu messen. Vorsicht, wenn es die Zahlen gibt, dann kommt der Betriebsrat und zeigt dann auch drauf. Ich gucke nochmal ins Publikum, da ist eine weitere Frage, bitte. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich bin einer dieser ominösen Medienmacher, ein Startup hier in Leipzig gegründet, heißt The Buzzard, wie der Bussard. Der will die Vogelperspektive auf Politik und Journalismus geben und wir planen ein Crowdfunding und genau das sind meine Fragen bezüglich vielleicht Republik, auch damals von der Taz, wenn man es so bezeichnen möchte, oder gerne auch an Philipp bezüglich Krautreporter. Um Vertrauen aufzubauen, muss man ja letzten Endes auch bekannt sein. Man muss jemanden kennen, man muss gekannt werden. Dafür braucht man Aufmerksamkeit und dafür muss man klug und sinnvoll kommunizieren. Wie würdet ihr sagen, habt ihr kommuniziert und was ist eure Kommunikationsstrategie gewesen? Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen? Danke für die Frage. Wer fängt an? Ja, also wir hatten ja das erfolgreichste Medien-Crowdfunding, wahrscheinlich Europa, vielleicht weltweit. Es war auch das aufwendigste und das vielleicht, was ich zuerst sagen will, da haben viele Leute viele Monate Vollzeit dran gearbeitet, bevor wir das Crowdfunding gestartet haben. Also vielleicht einfach vorneweg, ich glaube, es gibt vielleicht Ausnahmesituationen, aber ein erfolgreiches Crowdfunding ist einfach auch viel Arbeit. Und dann ist es eine Mischung. Wir hatten sehr viele bekannte Leute mit an Bord, im engsten Kreis, aber auch im weiteren Unterstützungskreis. Also wir konnten viele existierende Netzwerke aktivieren, also bekannte Journalisten, die eine Fangemeinde mit Vertrauen hatten. Wir haben uns extrem Mühe gegeben, schön und sorgfältig zu kommunizieren. Also diese Texte und die Videos, die wir beim Crowdfunding präsentiert hatten, das war unglaublich viel Arbeit und viel Diskussion und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man seinen Pitch wirklich schleift und schleift und schleift, dass man wirklich weiß, was man erzählt und weshalb. Und das ist, auch wenn man selber vielleicht das Gefühl hat, ja, ist ja logisch, ich weiß, was ich mache, lohnt es sich, noch 10-mal darüber zu diskutieren, bis es wirklich sitzt. So. Und dann, ich glaube, es wird jetzt zu weit geben, vielleicht können wir nachher kurz, aber es gibt schon noch viele Tricks, wie man Aufmerksamkeit generieren kann beim Crowdfunding. Aber ich glaube, der Kern ist wirklich viel Arbeit reinstecken. Ja, also ich kann es von Crowdreporter sagen, ich würde nicht übereinstimmen. Wir hatten übrigens auch das größte Crowdfunding ever zu der Zeit. Na, wir hatten 17.500 Mitglieder. Na, egal. So. Geld, egal. Kleine Battle hier. Egal. Ich glaube, der Kern, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, ist so ein Purpose, den man formulieren muss, ein Grund, ein sinnstiftendes Element am Anfang, was die Leute abholt. Bei Crowdreporter war das, der Online-Journalismus ist kaputt, wir kriegen das wieder hin. Wir haben keine super aufwendigen Werbefilme gemacht, das ist echt der Unterschied auch zu der Republik gewesen. Wir haben es sehr hemdsärmlich gemacht, auch eine Masche ein bisschen gewesen, ja, also wir brauchten ja Geld, ja, das sollte man auch sehen. Genau, das ist ansonsten sozusagen klar, man muss es einfach dann
Genau, so, ich glaube, man muss es vor allen Dingen tun. Also das, ich hatte das mitbekommen, ne? Ihr habt das sehr lange gemacht, ihr habt das echt auf den Punkt ja gemacht. Wir waren einfach ein bisschen schneller und haben gesagt, komm, just do it, und haben uns da hingesetzt. Auch weil wir diese Diskussion, die man hier auf so Panels führt, echt ewig fürchterlich finden. Es bringt ja auch nichts, ob wir hier sitzen, ehrlich gesagt. Ne? Das Einzige, was bringt, ist, wenn ihr euch hinsetzt und es tut. Die Taz hatte das Glück, dass sie zu einer Zeit kam, wo viele gesellschaftlich verändernde Ideen sich dann durchsetzten. Also mit der Taz kam Greenpeace, kam nach Deutschland, die Grünen wurden gegründet. So Projekte wie Lebensstile oder Emanzipation oder Nachhaltigkeit kamen und sind ja heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Taz hatte, glaube ich, immer den Vorteil, dass sie ein hohes Alleinstellungsmerkmal hatte. Niemand wollte so sein wie die Taz. Die ganzen Verleger, die ganzen Verlage wollten alle nicht so sein wie die Taz, weil da gab es ja so niedrige Gehälter. Und das hat sich heute geändert. Und ich glaube auch, dass wir eine große Transparenz hatten. Wir haben ja immer Konflikte ausgetragen, offen ausgetragen. Wir haben auch immer nie so ein kuscheliges Verhältnis zu den Leserinnen und Lesern gehabt. Also manchmal wurden ja die Leser weggeschrieben. Wenn man sieht, also neulich ist Wiglaf Droste gestorben, hat bestimmt jeder in den Medien gesehen, in der Tagesschau. Der war ja einer, der bei der Taz Redakteur war und ganz biestig war und mit den Lesern auch ganz biestig umgegangen ist. Aber das hat letztlich dazu geführt, dass die Taz einen hohen alleinstellenden Wert hat. Herr Brille? Ich hätte jetzt eine Frage ans Publikum, an alle, an das Universum vielleicht. Wer macht, 42. Wer produziert bei Ihnen Podcasts? Wer macht das? Wer ist im Audiokanal unterwegs? Schon ein paar. Jetzt frage ich alle anderen, warum machen Sie das nicht? Schauen Sie sich mal in der U-Bahn. Wie viele Leute lesen Zeitung? Ein paar schauen ins Handy, zugegeben, und werden Text lesen. Und jetzt bin ich bewusst ein bisschen provozierend. Wer Sie liest, sind genau die Menschen, die Sie lesen wollen. Die sind kultiviert, die sind interessiert, die sind offen. Mir geht es um alle anderen, die man bis jetzt nur über lineare Programme erreicht hat. Und jetzt bewegen sich in Bereichen, wo der Journalismus nicht mehr stattfindet. Wir haben die Macht den Influencer überlassen. Unsere Mitmenschen bewegen sich in Blasen wie Netflix oder ähnliche Biotopen, die fernab von der Realität sind. Politik ist unbequem. Politik beschäftigt sich meistens mit Problemen, das ist unschön. Aber das ist die einzige Art und Weise, die ich kenne, zusammenzuleben, ist diese Probleme anzugehen. Das ist eine Aufgabe von Journalismus. Und jetzt, es ist ein bisschen ein Plädoyer, das merken Sie schon, wenn Sie den auditiven Kanal anderen überlassen, dann werden diese Menschen, die meisten, die irgendwo dann mitmarschieren, nicht mehr erreicht. Und daher mein Aufruf, nutzen Sie den auditiven Kanal. Ich verdiene nichts dran, deswegen es ist jetzt kein Geschäftsmodell für mich, es ist eher ein Geschäftsmodell für Sie. Naja, wenn Sie meine Technologie nehmen, dann verdiene ich auch was. Aber im Grunde genommen, unterschätzen Sie nicht den auditiven Kanal, weil das, was jetzt passieren wird, demnächst technologisch ist in IP-Geschäft, dann wird man personalisieren. Das heißt, man hört irgendein kuratiertes Programm und man kann Teile austauschen, abhängig von persönlichen Interessen. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein Bericht, ein Artikel von Ihnen ist plötzlich im Ohr eines Menschen, der das nicht ausgesucht hat. Vielleicht hört er zu, vielleicht nicht. Ich denke, das ist eine der wesentlichen Aufgaben auch des Journalismus, Menschen zu erreichen, die nicht damit rechnen. Deswegen, ich komme jetzt zum Schluss, nutzen Sie den auditiven Kanal, bitte. So, ich gucke noch mal ins Publikum. Gibt es noch eine Wortmeldung? Ja, hier vorne bitte. Sind da heute alle so schüchtern, oder? Ich wollte noch mal zur Republik fragen. Und zwar, wie ist denn das mit den Nutzern? Oder kann man das irgendwie, oder konnten Sie das irgendwie feststellen, ob die auch gängige Zeitschriften weiter nutzen oder sich jetzt komplett auf Republik konzentrieren? Ja, also wir wissen da nur, was wir irgendwie so an Rückmeldungen bekommen. Und also wir machen keine News, wir sind keine vollständige Zeitung, wir sind keine Tageszeitung in dem Sinne. Es gibt viele Leute, die uns sagen,
jetzt von denen, die die Republik wirklich viel nutzen, gibt es die, die sagen, wow, endlich, ich habe jetzt mein NZ-Abo gekündigt, wollte ich schon ewig machen. Die gibt es so. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele sind. Ich glaube, es sind mehr, die sagen, ich brauche noch eine Tageszeitung und ich will eigentlich nicht. In der Schweiz ist ja, die Auswahl ist nicht so wahnsinnig berauschend, aber ich brauche das, weil ich brauche jeden Morgen die Sportresultate oder ich muss wirklich irgendwie informiert sein über die Geschäfte, die im Parlament laufen, regelmäßig. So, und es gibt viele Leute, die sagen, für einen spezifischen Punkt brauche ich noch eine klassische Tageszeitung und sonst weniger. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Nutzung sehr, sehr, sehr divers. Es gibt auch Leute, die uns einmal pro Monat lesen. Und dann, aber das stimmt für uns auch. Also wir haben auch nicht den Anspruch, dass vielleicht auch das mit, wir müssen nicht Reichweite optimieren, wir müssen auch nicht durch die Werbefreiheit, sind wir im Businessmodell nicht davon abhängig, dass die Leute möglichst viel Zeit mit uns verbringen. Wir sind davon abhängig, dass sie sagen, doch, das bringt mir Mehrwert und der Mehrwert ist so groß, dass ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Deshalb interessierten uns diese Nutzungsmuster natürlich, um ein besseres Produkt zu machen, aber ansonsten sind sie uns eigentlich auch recht egal. Keine Wortmeldung. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, der Begriff Influencer ist ja schon gefallen. Wenn ich mir die Modelle angucke, Taz und Republik und auch Krautreporter am Ende, dann sind ja sehr große Massen an Lesern mobilisiert worden. Wie ist denn so die Perspektive? Also ne, in Deutschland ist ja Scheitern immer so ganz problematisch. Wenn ich jetzt gründe, wie viele Leute schaffen es dann wirklich, diese Hürde zu nehmen, wirklich davon leben zu können? Ist es nicht so, dass eher ganz, ganz viele gründen müssten und nur wenige das schaffen, was Republik geschafft hat, was Krautreporter geschafft hat, was Taz geschafft hat? Ich weiß nicht, wie ist da so die Wahrnehmung bei Ihnen? Also ne, einfach machen ist in Deutschland auch nicht die Kultur, sag ich mal, des Gründens, obwohl es wünschenswert wäre. Also wie nehme ich diese Hürde oder schaffe ich es auch durch den Flaschenhals? Am Ende, das ist so meine, oder gibt es den Flaschenhals gar nicht? Können alle erfolgreich sein, die das machen? Schwierige Frage. Nee, das ist skeptisch. Ja, mein Come on, das ist genau das. Klar, also ich habe ganz viele Gründe, warum Dinge irgendwie auch nicht funktionieren können oder so. Ja, aber weißt du, ich glaube tatsächlich, wenn du mich so direkt fragst, jeder, der was zu sagen hat, der es schafft, eine Beziehung aufzubauen zu Leuten, ne, die einen auch nämlich hören wollen, die er sogar mit sozusagen, denen er wirklich eine Stimme gibt, vielleicht sogar. Jeder, der es schafft, Vertrauen aufzubauen und jeder, der es dann tatsächlich tut, der wird auch erfolgreich sein und der kann davon leben. Und das funktioniert übrigens besonders gut im Podcast-Bereich. Also wir haben Spielemacher ist es ja nicht. Das sind Leute, die kommentieren Spiele, ne, heißt The Pod auf ein Bier. Ne, das sind zwei, die machen jeden Tag einen Podcast, die verdienen irgendwie, ich glaube bei Steady allein, glaube ich, 24.000 Euro im Monat. Das ist ein totales Nischending, aber da schon ziemlich fancy. Aber die haben das auch einfach gemacht. Ja, und da haben, die haben sich nicht hingesetzt, oh Gott, ich finde das alles so tragisch und was sagt mein Nachbar und so. Wirklich, ganz ernsthaft, ich finde, das ist genau die falsche Frage. Ja, und vielleicht noch eine Anmerkung, es sind ja Medien, also wenn man es zum Beispiel mit Steady macht, wir haben relativ hohe Fixkosten, weil wir viel selber machen, das ist unser Modell, aber sonst, ich meine, Journalismus machen, das kann man auch alleine, zu zweit, zu dritt, gerade auch mit so Modellen wie Steady, die einem nochmal helfen, auf der Technologieebene weniger Investitionskosten zu haben. Und was heißt denn schaffen und scheitern? Man kann ja was probieren und dann kann man merken, ach, so funktioniert es nicht, ich mache es ein bisschen anders. Oder ich mache es halt ein bisschen mit weniger Leuten dafür, irgendwie die mit denen intensiver. Oder ich wachse langsam. Also ich glaub, das Scheitern ist auch so eine, wenn man genau weiß, wo man hin will und dann nicht den Punkt trifft und dann sagt, ich bin gescheitert, ja, ist vielleicht auch die falsche Haltung, so, um ein Startup zu gründen. Genau. Aber, Herr Ruck? Und überhaupt. Also ich glaube, der Unterschied zwischen der Taz und den neuen Startups, also damals war die Gründerzeit eine andere Gründerzeit als heute. Wir hatten so andere politische Vorstellung. Wir wollten die Welt verbessern. Das ist, glaube ich, heute ein bisschen anders. Also Startups werden oft gegründet, um eigentlich sie erfolgreich zu machen und zu verkaufen oder zu scheitern, wobei das Scheitern dann gar kein Problem ist. Und das war bei der Taz anders. Die ist dann immer von, also es wurde immer noch wieder gerungen, das Projekt nicht
scheitern zu lassen. Sie war ja in vielen Krisen, musste viele Rettungskampagnen machen, aber das Scheitern ist immer daran gescheitert, dass alle weitermachen wollten und auch mobilisiert haben, weiterzumachen. Also wir wollen die Welt schon auch besser machen. Also uns geht es schon auch nicht um kommerziellen Erfolg. Nein, aber Start-ups heutzutage, also in Berlin gibt es ja wahnsinnig viele und oft fehlt dieser politische Hintergrund. Also es geht darum, eine Idee zu haben und sie erfolgreich zu machen und zu verkaufen. Und oft fehlt der politische Hintergrund, der bei uns ganz massiv war. Also wir kamen ja aus so einer Kollektivbewegung. Wir wollten dieses entfremdete Arbeitsverhältnis abschaffen. Wir wollten den Arbeiter abschaffen und ihn zum Eigentümer seines eigenen Betriebes machen. Das war unsere Idee. So. Ich wollte auch klar nochmal unterstützen. Ich glaube, ganz viele Medien, also natürlich gibt es einfach so Copycats in Berlin, Startups, die einfach nur das schnelle Geld machen wollen. Aber tatsächlich erlebe ich ganz viele Startup-Gründer, die gerade deswegen erfolgreich sind, weil sie die Welt ein bisschen besser machen wollen. Ob das Stefan Niggemeier ist mit Übermedien oder auch den Bildblog. Sozusagen, das geht vielleicht bei den Spiele-Podcastern nicht, aber es gibt wirklich eine Perspektive. Daily gibt es, Republik gibt es, The Correspondent, in Frankreich schon sehr viel etablierter Mediapart. Also die sind die alle echt angetreten mit dem... Alles aus dem medialen Bereich. Wir sitzen ja hier auch sozusagen in unserer Medienblase und mein Punkt ist tatsächlich, ich glaube, dass das überhaupt gar kein Widerspruch ist. Ich glaube, man kann die Welt verändern und gleichzeitig halbwegs profitabel sein. Oder ehrlich gesagt, das bedingt sich gegenseitig und das ist ehrlich gesagt die Stärke von dieser ganzen Leser- und Leserinnenfinanzierung. Geht das auch im Regionalen zum Beispiel? Also könnte man auch, ich habe heute früh über Bautzen gebloggt, wo halt ja eine echt heikle Mediensituation ist, mit einem scheinbar reichsbürgernahen Bauunternehmer, der lokale Medien sponsert. Könnte dort auch ein alternatives Medium entstehen, wenn es nicht 15.000 oder 20.000 Mitglieder findet? Müssten dann die Preise doch hochgehen, oder wie geht das dann? Darf ich? Ja, weil das ist ein Paradebeispiel für Demokratisierung durch Werbung oder durch Alternative. Wir haben gesagt, das ist das Umwort des Jahres, Alternativ. Also parallele oder ergänzende Geschäftsmodelle. Das heißt, wenn ich nicht davon abhängig bin, dass ein Baulöwe aus der Provinz dann mich finanzieren muss, dann bin ich freier. Deswegen schließe ich gar nicht aus, etwas für die Welt zu tun, was unsere Pflicht ist, und gleichzeitig auch die Monetarisierung sicherzustellen, weil das ist auch die Garantie, dass ich das weitermachen kann, in Bautzen, wo es bitter nötig ist, aber auch in anderen Ecken der Welt. Verschiedene Wege, die ein bisschen Geld nach Hause bringen, dann tragen auch dazu bei, dass am Ende ich das Gehalt von allen meinen Leuten bezahlen kann. Auch noch dazu, oder? Ja, also ich betreibe ja ehrenamtlich zwar, also ich arbeite ehrenamtlich, aber die Prenzlauer Bergnachrichten und da sind etwa 550 Mitglieder und ich habe da nicht so viel wahnsinnig Zeit, aber es läuft sehr steady, sehr stabil. Du hast hier deine Tasche, ne? Ich muss jetzt hier mal steady, 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 steady sagen. Du sagst steady, ich habe Naja, also klar. Mit Abokarte. Also das funktioniert natürlich gerade im Lokalen und ehrlich gesagt sehe ich da auch tatsächlich die große Chance, weil man da auch dieses Unmittelbare hat. Ne? Ihr macht ja auch so Offline-Treffen für die Republik, da ist Journalismus dann nochmal ganz nah erlebbar. Das funktioniert also im Lokalen ausgesprochen gut, ehrlich gesagt. Also und regional für Deutschland, also die Schweiz hat 5 Millionen deutschsprachige Einwohnerinnen und Einwohner. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Bayern hat oder Nordrhein-Westfalen. Ist ja nicht, also regional in Deutschland, also wir sind im 5 Millionen Markt, Kinder und so noch nicht rausgerechnet. Und es geht super. Also ich glaube, man braucht halt irgendwie ein gemeinsames Element und ein regionales kann, glaube ich, super funktionieren und es kann auch eine politische Haltung sein oder es kann irgendwie ein thematisches, man muss halt irgendetwas haben, das einen verbindet. So, ja. So, jetzt frage ich nochmal ins Publikum, wen haben wir jetzt dazu gebracht, noch mehr darüber nachzudenken, zu gründen?
Ja, doch, da war so ein Finger, so ein Zögerlicher. Normalerweise würde ich so ein Podium abmoderieren mit der Frage, was geben wir dem Publikum jetzt mit, aber es ist aus meiner Sicht tatsächlich just do it und auch die Botschaft, sich einfach zu trauen und vor allem auch Vertrauen und nicht Reichweite zu setzen, finde ich ganz, ganz starke Impulse. Zumal ich auch ja, mit meinen Begriffen alternativ oder mit der ängstlichen Frage ja, das konservative Klientel gleich mit abgedeckt habe. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für die Teilnehmer hier oben. Sind alle bestimmt auch noch mal eine Minute da. Es gibt noch von der Republik ein paar Zugangsmöglichkeiten. Vielen Dank ans Publikum fürs Zuhören. Es hat mir große Freude gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen. Dankeschön.